Die Piazza voll. Hunderte Bayern-Fans verwandeln den Platz in eine Fanmeile. Nur der Rekordmeister fehlt, die Bayern stecken im Stau. Bald übernimmt erst einmal Bernie, das Bayern-Maskottchen. Als dann Uli Hoeneß erscheint, ist allen klar, die Spieler können nicht mehr weit sein. Endlich, die Bayern sind da und zwar allesamt. Begleitet von Fankören geht zum Gruppenfoto. Die Partnerschaft mit Audi seit 10 Jahren, Seite an Seite, ein Team. Auch die 10 Jahre jetzt fühlen sich auch für mich gut an. Und ich habe eigentlich gern Kontinuität. Ich hoffe, dass es noch lange geht. Das ist eine richtige Top-Marke und ich bin froh, dass er ein Partner von Bayern ist. Ja. Ich denke, dass diese Partnerschaft einfach gut zusammenpasst und wir als Spieler auch zufrieden sind damit. Wir sind, glaube ich, beide sehr ambitioniert. Die Bayern wollen immer die Nummer 1 sein, wir wollen die Nummer 1 sein. Also insofern, glaube ich, die Gene passen auf jeden Fall. Sportlich, dynamisch, effizient. Dribbelkünstler Robben fährt ab sofort einen Q7. Familienauto, ich brauche ein bisschen Raum mit 3 Kindern. So. Einige seiner Mitspieler schätzen andere Vorzüge. Ich bin ja noch relativ jung, deswegen kann ich noch ein bisschen sportliches Auto fahren. Für mich als Torwart, der sowieso eine gewisse Größe hat, ist es, glaube ich, besser, auch einen großen Wagen zu nehmen. Als ich mit unseren Leuten gesprochen habe, hieß es, dass so ein S8 vielleicht ganz gut wäre. Und dem folge ich natürlich, ist ja klar. Die Modelle S8 und Q7 sind bei den Bayern-Stars besonders beliebt. Die Fans freuen sich über jedes Autogramm. Am Abend steht noch ein Spiel im Audi Sportpark in Ingolstadt an. Gegen eine Auswahlmannschaft siegt der FCB knapp mit 15:0.